Mike Wunderlich, Fußballprofi vom FSV Frankfurt, hat eine schwere Zeit hinter sich. Dem Druck im Profifußball konnte bzw. wollte er nicht mehr standhalten. Wunderlich zog die Notbremse und nahm sich eine Auszeit. Ich hatte kaum Dinge mehr Lust, sportlich und privat auch gesehen. Und mit meinem Sohn, der jetzt fast 2 ist, nicht mal mehr Lust gehabt zu spielen, nicht Lust gehabt aufzustehen. Und ich habe versucht, irgendwie den Tag rumzubekommen. Meinem Liebsten hätte ich einfach nur noch im Bett gelegen. Und als das soweit war, habe ich dann halt gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt mit mir. Ne? Die Diagnose: Burnout. Ein schwerer Schlag für den 25-jährigen Familienvater. Ich habe vorher nicht viel darüber wirklich, wenn ich ehrlich bin, nachgedacht. Ne? Klar war dieser Fall mit Robert Enke, wo man dann ein bisschen davon so mitbekommt. Aber da muss ich ehrlich sein, dass ich vorher mir wirklich darüber keine Gedanken gemacht habe und auch niemals gedacht hätte, dass mich selber treffen könnte. Auch Mike Wunderlichs Vater Franz, ehemaliger Profi des 1. FC Köln, kennt diese Krankheit und konnte seinem Sohn dadurch entscheidend helfen. In dem Moment haben die Alarmglocken geläutet. Ich denke mal, weil ich selbst von dieser Geschichte sehr intensiv betroffen war, vor 2 Jahren. Ich weiß, wie hartnäckig so eine Geschichte sein kann. War ich natürlich erstmal total aus dem Häuschen und dementsprechend auch alle stehen und liegen gelassen und bin dann von Köln nach Frankfurt gefahren. Dank der Unterstützung seiner Familie und seines Vaters denkt Mike Wunderlich jetzt wieder an höhere Ziele. Nach einem halben Jahr Auszeit vom Profifußball, in der er für den NRW-Ligisten Viktoria Köln 15 Tore in 17 Spielen erzielte, wechselt Wunderlich jetzt zurück zum FSV Frankfurt in die zweite Liga. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder einen Einstieg finden. Die Vorbereitung ist zum Glück lang genug, um wieder reinzufinden. Aber ansonsten hoffe ich natürlich, dass ich da anknüpfen kann, wo ich dann auch in Frankfurt aufgehört habe. Ich habe jedes Spiel gemacht und haben natürlich als Ziel auch die Klasse zu halten. Die ersten Schritte zurück hat Wunderlich geschafft. Nach Hannover Torwart Markus Miller ist Wunderlich der zweite Fußballprofi, der den Weg zurück in die Bundesliga wagt. Das Burnout scheint vorerst überwunden. Aber Mike Wunderlich hat sicherlich noch einen weiten Weg vor sich.